Ja, wer die Qual hat, hat die Wahl. Wenn es nämlich mehr als einen Fahrstreifen gibt, ist immer die Frage, welchen nehmen wir denn? Das Problem dabei ist nämlich, wenn du bei der Fahrprüfung den falschen Fahrstreifen wählst, zählt das als mittelschwerer Fehler. Und das schauen wir uns heute an. In Österreich gibt es zwei Sachen, die man unterscheiden muss, wenn man mehr als einen Fahrstreifen zur Verfügung hat. Das eine wäre die sogenannte freie Fahrstreifenwahl. Und um den Fahrstreifen frei wählen zu können, müssen drei Voraussetzungen gegeben sein. Das erste wäre, ich muss mich im Ortsgebiet befinden. In dieser Situation machen wir einen Haken darunter. Die zweite Voraussetzung ist, es müssen mindestens zwei Fahrstreifen in meine Fahrtrichtung vorhanden sein. Auch da können wir einen Haken drunter machen. Und die dritte Voraussetzung, die gegeben sein muss, ist, wir brauchen Bodenmarkierungen. Es gibt auch eine Prüfungsfrage, die sagt, ich fahre in einer Einbahnstraße, es sind drei Fahrstreifen vorhanden, aber keine Bodenmarkierungen. Habe ich dann freie Fahrstreifenwahl? Konsequenterweise müssten wir dann sagen, nein. Wenn wir jetzt den Fahrstreifen frei wählen dürfen, dann dürfen wir links oder rechts fahren. Das ist völlig egal, solange wir ein Kraftfahrzeug lenken. Was ist jetzt ein Kraftfahrzeug? Alles, was einen Motor hat. Auch Einspurige zählen natürlich dazu. Das heißt, ich kann, wenn ich lustig bin, eigentlich auf der linken Spur fahren. Wenn ich drei Fahrstreifen zur Verfügung habe, ich kann in der Mitte fahren, ich kann links fahren. Völlig egal. Ich muss nur eines wissen, die Fahrzeuge, die jetzt am anderen Fahrstreifen sind, völlig egal wieder, ob links oder rechts, dürfen schneller fahren als ich. Also das heißt, wenn ich einen Fahrstreifenwechsel machen möchte, dann muss ich mich davon überzeugen, dass rechts bzw. links, je nachdem, wohin ich fahren will, kein anderes Fahrzeug neben mir ist. Ich muss also diesen 3S-Blick machen, natürlich blinken und wenn ein Fahrzeug neben mir ist, egal jetzt auf welcher Seite, dann muss ich dem Fahrzeug den Vorrang geben. Jetzt haben wir nicht nur in Klagenfurt, überall die Situation, dass wir zum Beispiel ein Ortsgebiet verlassen und weiterhin zwei Fahrstreifen haben. Da müssen wir aufpassen, hier gilt keine freie Fahrstreifenwahl mehr. Hier müssen wir wieder rechts fahren. Wir haben ja in Österreich eine Rechtsfahrordnung. Jetzt gibt es zur völligen Verwirrung aller noch etwas Zweites, nämlich das sogenannte Nebeneinanderfahren oder die Frage, wann darf ich denn neben anderen Fahrzeugen fahren? Und dafür brauche ich jetzt nur mehr zwei Voraussetzungen. Die erste wäre, ich brauche wieder mindestens zwei Fahrstreifen in meine Fahrtrichtung. Die zweite Voraussetzung, es muss Kolonnenverkehr auf beiden Fahrstreifen sein. Was ist jetzt Kolonnenverkehr? Naja, wenn zumindest drei Fahrzeuge hintereinander fahren. Und auch in diesem Fall völlig wurscht, wo ich jetzt bin, nämlich auf der Autobahn, Freilandstraße, Autostraße, ganz egal, wenn es dichten Verkehr gibt, dann darf ich wieder neben anderen Fahrzeugen fahren. Das beste Beispiel ist, wenn du in Wien auf der Höhe der Shopping City fährst, dort sind vier Fahrstreifen, immer viel Verkehr, dort kannst du auch wieder fahren, wo du willst. Man muss wieder nur eines bedenken, nehmen wir an, wir haben hier so wie in dieser Situation zwei Fahrstreifen, wir fahren auf der linken Spur, weil man nebeneinander fahren darf. Die Fahrzeuge, die rechts von mir fahren, dürfen wieder schneller fahren. Grundsätzlich, und das ist ein Tipp von uns, vor allem bei der Führerscheinprüfung, wenn du dir nicht sicher bist, welchen Fahrstreifen du benutzen darfst, dann bleib rechts. Das kann nie falsch sein. Wenn du jetzt den falschen Fahrstreifen wählst, dann könnte der Prüfer dir einen mittelschweren Fehler eintragen. Und das sind Fehler, die wirklich umsonst sind. Da ärgert man sich im Nachhinein, wenn man wegen so einem Blödsinn dann bei der Führerscheinprüfung durchfällt. Also, das, was ich am Ende jedes Videos sage, schön rechts fahren, gilt auch für die freie Fahrstreifenwahl. Wenn du dir nicht sicher bist, bleib schön rechts. Wenn du anderer Meinung bist, lass uns einen Kommentar da, gib uns ein Like, abonniere unseren Kanal. Damit hilfst du unserer Arbeit, damit wir dir jede Woche eine neue Folge von Auf die Überholspur präsentieren können. Bis zum nächsten Mittwoch. Wir freuen uns schon. Schön rechts fahren.